Hallo und willkommen zurück zu Paper Mario. Wir sind weiterhin in der Spielzeugkiste der Shy Guys. Wir haben im letzten Part einen ziemlich beleibten Shy Guy, der hier an der Stelle war, einen Kuchen von Albert T. gegeben. Und der war wirklich so schmackhaft, dass er einfach mal so in die Luft gegangen ist. Also im wahrsten Sinne des Wortes in die Luft gegangen. Das ist wirklich ziemlich aufgeregt deswegen gewesen, dass er so schmackhaft war. Und deswegen kommen wir jetzt hinten durch, dem hinteren Bereich der Schienen, und schauen, was da abgeht. Und da ist wieder ein nerviger hier ist nochmal Groove Guy, aber wir müssen den noch scannen, den Pyro Guy. Das ist Pyro Guy. Pyro Guy ist richtig heiß. Jeder kommt bei den Bewohnern auf Brandschaden. Was können wir sehen? Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Ihre hohe Angriffskraft macht sie zu gebürtigen Gegnern. Attacken, die mit Wasser und Schnee zu tun haben, ist ja besonders effektiv. Ja, und wir haben jetzt unsere Schneepuppe. Den setze ich mir auch mal ein. Allen Gegnern zu schaden. Der lebt sogar noch. Warum? Uff. Das ist verteidigt, aber beides sogar. Alles drei. Alter Schwede. Weißt du was? Ich wechsle mal zu Koopa. Der er dich weiter lässt. Während ich Fokus mache. Um das mal ein bisschen aufzufüllen hier. Aha. Ey, Sternpunkteverdopplung. Das hätte man auch mal früher machen können. Sternpunkte. Besser als nichts. Nur Münzen. Schade. So, weiter geht's. Aha. Ist das ein ganz normaler Scheigerei? Sieht fast so aus. Den Typen. Damit er schnell weg ist. Weil der wird der nächste sein. Und dann noch der Ballon-Guy. Jetzt verwechselst du mal zu Wario. Und dann springst du drauf. Und boink. Mache ich KP oder mache ich BP? Beim nächsten Level ab. Das ist so die Frage. Oh, Münzen. Irgendwie bin ich tatsächlich für KP, weil ich fühle mich halt mit. Oh je. Ich bin 20 KP gerade nicht so sicher. Du musst wechseln. Gegen Koopa. Da,
Bau. 6 Schaden. Wir haben durch unseren Eisorden an, der unsere Angriffskraft gegen Feuergegner verstärkt. Ich bin nicht gewusst, dass hier diese Feuergegner auftauchen hier. Oh, Herzen, Dankeschön. Das habe ich gebraucht. So, ich glaube, wir können hier durch diesen Schalter betätigen. Denn der lässt die Schiene wieder ordentlich machen. Oder ordentlich werden. Also, er dreht sie um. Mein Dolch ist wieder on point. Dann können wir wieder zurückgehen und den nächsten Bahnhof bereisen. Ich habe hier irgendwo einen Sternsplitter versteckt. Ich bin ja so erkundungsfaul, was sowas betrifft. Ich glaube, hier ist nichts, oder? Nicht dein Haus. Ich meine, wir hätten unsere Spionorden, den wir anlegen könnten. Wie viel kostet der eigentlich? Der Spionorden, das habe ich noch nicht nachgeschaut. Wo ist er denn? Ein Ordenpunkt. Ich meine, ist vernünftig. Ugh. Ja, springen wir drauf. Oh! Angriffverstärkung, danke dafür. Dann ist der Weg schon mal weg. Oh, und der Zauber ist verbraucht, sehe ich gerade. Oder habe ich gerade gesehen. Du musst mal gegen Komaro wechseln. Das heißt, wir müssten mal wieder zum Staubtrocken vorposten, um den Zauber hier zu regenerieren. Selbst wenn du dich heilst, bist du nicht gleich tot. Danke dafür. So, auf zum nächsten Bahnhof. Während ich noch kurz speichere. Der ist nämlich der grüne Bahnhof. Zum grünen Bahnhof bitte einmal. So, hier spreche ich nochmal. Und hier gibt es links tatsächlich keinen Weg. Interessant. Ah. Ja, genau, hier war. Hier müssen wir die richtige Reihenfolge machen. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern. Ist nämlich lange her, seit ich das gespielt habe wieder. Ich glaube, ich rate einfach mal ins Grüne oder ins Blaue. Gelb, Grün, Rot.
Ach, tatsächlich. Ich wusste es noch. So einfach ist das nämlich gewesen. Yep. Ich habe es nämlich gemerkt, weil nämlich Gelb und Grün einfach nur vertauscht war und Rot und Blau sind an der gleichen Stelle geblieben. Weil so einfach ist der Code. Also, eigentlich soll man das herausfinden, indem man einen bestimmten Toad eine Notiz oder ein Buch oder irgend sowas abgibt, der dann den Code verrät dafür. Normalerweise. Aber ich habe es halt noch gewusst im Kopf. So haben wir schon mal den Weg zum nächsten Bahnhof freigeschaltet. Ich will schon die Münzen haben. Auf dem Förderband. Hier brauchen wir Bu, um durchzukommen. Da haben wir nicht mehr Koopa. Hier, da ist der Zettel, den ich meine. Aha, Dampfattacke. Und man bekommt auch den Code raus, indem man sich einfach hier diese vier Shy Guys anguckt. Denn die sind nämlich in der Reihenfolge, wie der Code halt lautet. Also gelb, grün, rot, blau. Das, also gibt quasi zwei Hinweise. Einmal diesen und einmal den Zettel, den Shy Guy gerade gehabt hat. Ich glaube, wo die Strom jetzt recht ist. Ach, verdammt. Ich hoffe, ich weiß, dass das Timing anders ist. Mach ich halt so. Ja, daneben. Auch daneben. Und der dritte? Alle daneben! Alter Schwede! Das war jetzt unerwartet. Dann springt man auf den drauf. Da wollte ich den erledigen und da verpasse ich es einfach. Toll. Dann halt so. So, also wie gesagt, diesen Zettel hier müssen wir zu einem bestimmten Toad geben, der uns dann den Code erklärt. Oder man hat einfach gut aufgepasst. Oder man hat sich noch daran erinnert, wie der Code lautet, so wie ich. Oh, das ist nur eine kleine Spielerei. Also nichts Wichtiges. Man kann dort Münzen gewinnen. Man kann dort aber auch zwei Gegner gewinnen. Also man kann dort quasi, wenn man denn will, ewig Sternepunkte spawnen. Farm meinte ich. Aber das ist jetzt nicht unser Ziel. Nicht wirklich. Wie können wir noch gegen den? Aha, geht doch. You're dead.
Ich hätte vielleicht auch mal Fokus machen können, egal. Weil das hätte nämlich auch für Kupfer gereicht, der Angriff. Ach, ernsthaft? Haha, daneben. You know what? Sternsturm. Wenn wir es gerade da haben, dann mache ich mal kurz den Prozess. Ich habe keine Lust, gegen die anzutreten. Und der macht 7 Schaden auf alle. Und damit sind auch meine Sternenergie wieder leer. Die ist ständig irgendwie leer, habe ich das Gefühl. Da müssen wir... auf richtige Timer achten. Flieg! Paracarry, flieg! Das ist blöd. So, ist unten vielleicht noch was? Nee. Doch. Unten, da. Durch, müssen wir. Da ist nämlich ein Sternsplitter. Gut versteckt, muss ich sagen. Sieht man nicht ganz so einfach. Da müssen wir einfach nur wieder hier rauf. Oder so. Los, Power Carry! Du schaffst das! Ah! Stimmt, die Kupertruhe. Die haben wir ja... spawnen lassen. Ja, ich wusste, du würdest kommen. Jetzt werde ich die Besiegung. König Bowser wird mich dafür loben. Ich werde berühmt werden. Ich habe mein Starre-Orden nicht an. Ups. Da sind gleich 2 da. Das ist eine Kupertruhe. Ein Elite-Soldat. Er gehört zu den hochrangigen Wachen in Bowsers Festung. Maximal 8, Angriff 4, Verteidigung 3. Falls euch aufgefallen ist, sie haben überall Stacheln, spring nicht auf sie. Wenn ihr Kapitän niedrig sind, laden sie für den letzten Attacke nochmal auf. Verteidigungsattacke liegt bei 10. Also rufen sie gerne mal Verstärkung. Das heißt, ihr Kupas nicht unterschätzen, Mario. Ja, tatsächlich soll ich mir das nicht. Ausrichtig, jetzt habe ich. Keine Sternenattacke bei mir, aber ich habe jetzt doch noch Zorn. Besser als nix. Daneben. So. Power Shot gegen den? Und du... keine Ahnung. Ich glaube, du machst keinen Schaden, kann das sein? Weil der Verteidigung einfach zu hoch ist. Ja. Na gut, dann noch ein Powerschlag halt. Und besiegt. Nur um die Sternpunkte zu bekommen. Für ein Level Up. Tatsächlich die KP erhöhen. Ich würde sagen. Wörterbuch. Ja, und das Notizzettel und der Wörterbuch ist dann für einen Toad, der uns dann den Code sagt. Aber den brauchen wir nicht. Also können wir einfach so weitergehen. Da sparen wir uns Zeit damit. Na, komm schon rauf. Ja, ich würde sagen, beim nächsten Level Up machen wir dann BP. Dann sollten wir vielleicht wieder OP machen.
zwei miteinander um den. Wie heißt es nochmal? Um den Verteidigerorden reinmachen zu können. Der braucht nämlich 6 Ordenpunkte. So. Einmal zum roten Bahnhof, bitte. Unser. Der letzte Bahnhof hier, glaube ich, wenn ich im rechten Sinne. Ja. Oh, hier ist sogar ein Heilungsblock. Dann danke dafür. Warte. Ach so, stimmt, durch Level Papier ja, wurden wir schon geheilt. Hab ich vergessen. So, links ist ein Weg. Rechts ebenfalls. Ich glaube, ich gehe erstmal links rum. Feuer! Ach, verdammt, der ist ganz schön schnell. Wieder kurzer Prozess. Diesen Gegneraufgebot will ich nicht kämpfen. Wenn wir schon das voll haben, dann so wird immer nutzen. Oh, Feuerblume. Danke dafür. Das ist zwar nichts gegen Feuergegner, aber trotzdem danke. Ein Block. Da sind noch Münzen drin. Toll. War auch nicht ein Item. Ach, wir sind da hoch. Ups. Rad. Können ruhig ein bisschen schneller gehen. So, wir können hier einfach runtergehen. Ha, diesmal getroffen. Ist sogar nur ein Eisgegner. Hier hat man noch zwei, warum nicht? Aus gegen Cooper. Mit dem Power Panther. Jetzt sind die auch mal weg. Oi. Ich hab's geahnt. Medizinusorden. Das Fokus-Kommando lädt die Stelle gegen mehr auf. Wie viel kostet der denn? Ein Sternpunkt tatsächlich. Könnt ihr drüber nachdenken. Könnt ihr ja drüber nachdenken. Könnte ich drüber nachdenken, auf jeden Fall, ja. Ach nee. Hier müssen wir nicht lang. Ist hier vielleicht. Sternspieler, bitte, was los? Nein? Schade. Vielleicht. Na, ach doch.
Nein. Gut, dann müssen wir hier erstmal hoch. Ich schau mal auch da oben nach. Oh, hier ist ein Superblock. Das Blöde ist aber halt, wir haben gerade keinen Partner, der das, den wir erhöhen können. Momentan, also müssten wir wohl später dort zurückkehren, um das zu nutzen, wenn wir einen neuen Partner haben. Und ich würde sagen, ich beende an dieser Stelle den Part, an der, weil in dieser Höhle wird was Interessantes passieren. Was wirklich sehr, sehr interessant ist. Wofür wir auch den Superblock brauchen können. Später. Jedenfalls sehen wir uns auch das nächste Mal wieder. Wir werden dann da reingehen und das Interessante sehen. Bis dahin sage ich dann, bis dann und Aloha.